Hallo zusammen, ist heute ein wenig spät geworden. Ich denke mal, das Video bekommt ihr dann morgen früh zu sehen. Jetzt haben wir es schon kurz vor 11, aber ich muss doch diese Saga jetzt zu Ende erzählen. Sonst ist das alles schon wieder viel zu weit weg. Also die vierte Serie im Rocket, 4 von 5 und gerade in der dritten Serie gab es eine richtige Klatsche für mich. Schlapp 500 Punkte und das Ganze nur mit einem guten Endspurt. Also jetzt wird sich zeigen, ob die Karte auch wieder in die andere Richtung sich dreht oder ob ich mich im Mittelfeld-Sumpf verorten muss. Erstes Spiel, Vorhand, das ist natürlich ein Granatenansatz. Eine 10 noch gefunden und dann kann man wohl auch mit 20 im Keller das Spiel als Grang vortragen. Gut, wenn er richtig dusselig sitzt, muss das nicht gewonnen werden, aber das ist nicht der Fall. Jungs kommen gleich verteilt. Kurzer Kontrollzug, sitzt Kreuz König etwa zu dritt dagegen, auch nicht. Und dann kann ich hier bequem noch einmal unter durchspielen. Und da wird leider, muss man sagen, geschnippelt. Wenn rausgenommen wird, ist der Schneider schon fast sicher. Jetzt gehe ich natürlich mit Pik vom Spiel und hoffe, dass ich da einigermaßen günstig rauskomme. So, Pik Ass, irgendwie habe ich das Gefühl, hinten muss nicht mehr bedienen. Doch, musste noch bedienen. Jetzt, habe ich dann gestochen, um den Schneider so rum zu sichern, falls jetzt die beiden vollen in einer Hand stehen, das Herz Ass fehlt noch und die Karo 10, dann ist es doch passiert, sage ich es doch, da kommt das Herz Ass geflogen, also hat es doch noch geklappt. 72 Punkte, ein schöner Auftakt, schließt nahtlos an den Gerang aus der letzten Serie an, aber dann ist jetzt auch erstmal wieder Pause. Kreuz von Spieler 1, der hat kein Karo, wirft Pik ab, an sich ganz gut gelungen hier der Auftakt. Pik wird er wahrscheinlich natürlich aus Ass Lusche blank abgeworfen haben. Ich teste trotzdem mal, ob vielleicht mein Partner da stechen kann und an die 10 rankommt. Das ist aber nicht der Fall. Ach, was für ein Brett. Ass 10 noch an der Seite. Gut, das war leicht zu spielen, leicht zu sehen, ein Schneiderspiel. So, sollen wir bieten? Und dann habe ich mir gesagt, nö. Es ist ein halber Null und ein halber Karo, aber wenn du zwei halbe Spiele hast, dann wird selten ein Ganzes draus. Soweit bin ich dann in dieser Situation noch nicht. Dafür jetzt vier Trumpf dagegen, gegen den Kreuz. Relativ starke Trümpfe. Drei Trumpfstiche auf jeden Fall. Und kein Voller im Beiblatt, das ist eigentlich günstig, denn die Vollen, die fehlen, die sitzen dann eben bei meinem Partner und der kann sie reinknistern. Und das sieht doch irgendwie wie ein blankes Ausspiel aus, deswegen schnell hoch hinterher in der Hoffnung, dass da noch ein Trumpf ist. Das ist der Fall, perfekt. Der Zweitrümpfer sticht einen stehenden Karo-Stich raus. Die sieben Augen sind wichtig, nicht nur weil es sieben Augen sind, sondern weil mein Partner jetzt auch zweimal auf meine Trumpfstiche schmieren kann. Und der Durchzug bringt dem Alleinspieler jetzt nichts mehr und im Gegenteil muss er jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht vielleicht sogar noch die Karo Lusche irgendwo loswerde. Also wenn der jetzt nicht eine sehr gute Beikarte hat, dann wird das Spiel nichts mehr. Oh, und das sieht ja, das sieht ja richtig finster für ihn aus. Da schmeißt er aus Dame König die 10 wahrscheinlich gedrückt noch ab. Und in dieser Situation, wenn jetzt nochmal Pik hinterherkommt, fliegt sogar noch meine Karo-Lusche weg, dann geht die Karo 10 auch noch kapeister. Also das Spiel, das haben wir jetzt natürlich mit dieser Gegenverteilung richtig durchgegrillt. Da war ja überhaupt nichts zu gewinnen. Sechzig, so soll's laufen und jetzt ein Ansatz wieder in Vorhand. 5 Trumpf, 2 Seitenasse und da wird mir wieder 22 geboten. Ah, da ist doch irgendwie noch so ein bisschen im entscheidenden Moment der Wurm drin, ist jedenfalls mein Gefühl. Das Spiel gebe ich ja auch ungern auf, muss man sagen. Andererseits, ein Handspiel ist es seriöserweise auch nicht. Und was zaubert Mittelhand, was zaubert Spieler 3 bei 22er Reizung? So, Pik Dame, logischerweise blank bei meinem Partner, also Pik 9
vermutlich noch beim Alleinspieler. So, wir haben eine Reizung. Ah, warum geht er denn darauf? Warum so ungeduldig? Wir haben eine 22er Reizung. Sollte mein Partner an sich wissen, dass ich darüber kann? Gut, dann hat er wahrscheinlich nur zwei Trumpf, sonst wird er das nicht machen. Ja, und jetzt kommt schon das nächste Ding. Er greift wahrscheinlich in seine 10 zu dritt. Spieler kommt mit dem König in Schnitt. Ärgerlich, dass er mich im Trumpf nicht rangelassen hat. Aber jetzt, er hat sogar noch den König. Er hat drei Trumpf. Was spielt er denn von hinten? Was drängelt er sich denn da rein? Verstehe ich nicht. Gut, dann ist es wohl nur ein Fünftrümpfer. Pik Ass Lusche, Kreuz Ass König zu dritt, also dürfte trotz alledem noch Platz sein. Also, ich werde verrückt. Was macht er denn jetzt? Kreuz 10. Wollte er damit nicht noch einen Stich machen? Das ist wahrscheinlich Herz 10 im Keller, aber da muss er doch trotzdem jetzt Herz König wimmeln. Da ist doch eigentlich alles einigermaßen klar. Er kann sowieso noch das volle Jahr, also sensationell. Und jetzt noch die einzige Karte, damit ich nicht an das Kreuz Ass rankomme. Wenn er jetzt Herz spielt, dann steche ich immer noch Kreuz Ass und wir sind noch zu Hause. Also das nenne ich mal eine, ja, wie soll ich es nennen? Also das Spiel wurde ein bisschen geschändet, kann man vielleicht so sagen. Sagen wir mal, es wurde unglücklich vorgetragen. Ja, wenn ich gestochen hätte, hätte ich eben nur die Kreuz-Dame bekommen. So, jetzt Herz 10 rein, überrascht mich einmal. Aber kann eigentlich nicht sein, die Herz 10 ist sicher gedrückt. Jei. Also das war, muss man schon sagen, schon ein bisschen dreist gereizt. Vielleicht auch nicht gut gefunden, aber das Spiel darf ja nicht gewonnen werden. Darf eigentlich nicht gewonnen werden. Na gut, schnell weiter. Vielleicht profitiere ich auch einmal von so einem kleinen Lapsus, so einer Verkettung unglücklicher Lapsusumstände. So, das Ding hätte man natürlich jetzt hier auch gern für eine kleine Reizung, falls ein Bube liegt. Und überhaupt, damit noch gut drin liegen kann, also für 20, das ist doch schon mal okay. Eine Verstärkungskarte, zwei Verstärkungskarten, riesig gefunden. Das war ja riesig. Trotzdem gegen die 18 aus Vorhand machen wir jetzt nicht den Grang. Der ist völlig unnötig. Der kann bis zu 5 Stiche abgeben, wenn nicht noch mehr. Vorhand Karo gereizt, vielleicht zwei Buben, vielleicht kein Herz. Also spielen wir den Herz mit ganz geschlossener Beikarte, ein sogenannter Zehntrümpfer. Zumindest habe ich im Fachjargon den mal schon so gehört, dass der so bezeichnet wird. Karten zeigen, Trumpf 2-2, also gab es nur die beiden Stiche. Trotz alledem, also zwei Schneiderspiele für mich bisher, schöne Spiele, guter Start. Und dann kommen auch mal die drei Alten angeflogen, aber kein Voller. Und jetzt kommt Spieler 1, der mich ja noch schon so ein bisschen aufgeregt hat und er hält die 40. Gut, er kann die Hand voll haben. Oder es kann auch so eine Flocke sein. Das werden wir jetzt einmal überprüfen. Mehr kann ich natürlich hier beim besten Willen nicht bieten. Naja, was wir da haben, wahrscheinlich ein Grang, ne? Zählkarten sind zumindest genug unterwegs. Da kommt der Grang. Ja, Kreuz Ass im Keller, 21. Wahrscheinlich noch ein zweiter Voller im Keller. 32 plus x. Ist aber eigentlich auch müßig, da mitzuzählen. Ich muss alles bedienen. 45 plus x und damit ist der Sack zu. 59 plus die zweite gedrückte Karte. Herz Ass auch noch da. Herz Ass wird gestochen. Ah, ohne 4 sogar. Dann hat er tatsächlich hier eine gute Reihenfolge getroffen. Herz 10 ist natürlich die zweite gedrückte Karte auf 69. Ja, durchaus klar. Er hat 4 Asse. Er hat 2 Zehner, 3 Zehner sogar richtig. Aber trotzdem gut in der Reihenfolge getroffen. Wenn er einmal den falschen Vollen zuerst zieht, Herz Ass, dann kann das Spiel trotzdem verloren werden. Kleine Pause hier bei mir.
das noch. Das Glas ist leer. Da ist es ganz leer. Nichts zu holen heute. Schlecht vorbereitet. Was macht denn Mittelhand so lange da? So, ich versuche wieder meinem Partner was zu öffnen. Oder was mache ich denn da? Ich sehe es nicht. Ich entscheide mich, ich hatte schon, ihr habt es gesehen, Kreuz Lusche in der Flosse, aber dann entscheide ich mich doch hier doch mal voll drauf zu gehen, trotz zwei Trumpf die lange Farbe vollen anzubieten. Wenn der dann läuft, dann stehen die Chancen nicht schlecht. Es war schließlich keine Reizung, also habe ich mir gedacht, dann müssen wir ein bisschen mehr Risiko im Aufschlag auch gehen, versuchen direkt was zu treffen. Ja, aber völlig chancenlos. Hier 7 Trumpf mit 2, Kreuz 10 wird jetzt auch noch abgeworfen. Also da kriegen wir vielleicht hinten raus unseren Anstandsehrenstich. Das dürfte hier alles sein. Komm, in Pik werde ich doch wohl hier was machen. Oder mein Partner in Kreuz. Ein kleines Stichlein. Naja, immerhin. Weiter, weiter, weiter. Grenzwertig. 18 leier ich mir so mit dem schlechten Gefühl aus der Rippe. Pik Bube, okay. Ob das reicht, sind jetzt 5 Trümpfe mit Ass 10 Lusche Ass dabei, aber kein Trumpf voller, kein Zug Bube, also in den Trümpfen wenig Kontrolle. Wenn es gut läuft, dann sitzt Kreuz 2-2. Herzaufschlag ist zumindest schon mal ganz ordentlich. Das hält mich durchaus im Rennen, kann erstmal einen vollen verhaften. Noch keine Drohung gegen meine Kreuz Ass 10 Kombination, könnte also 2-2 stehen, das will ich damit sagen. Und was ist das? Hier kommt Trumpf 10 zurück von Spieler 1. Na gut, dann hat er vielleicht nur die 2 Trümpfe gehabt, dann steht hinter mir Spieler 3 noch auf 2 Buben und einem Trumpfbild. Wird er natürlich rübergehen, kann ich nicht verhindern, macht auch nichts. Komme ich wieder schön in Hinterhand und schaue mir von da das Spiel an. Also insgesamt bin ich damit nicht unzufrieden mit dem Verlauf. Es sieht also durchaus gut aus, wenn er Herz zurückspielt und da nicht die 10 liegt, kann ich Karo Lusche abtragen. Ich denke, dass ich das Spiel jetzt gewinnen werde. Aber warum geht es nicht weiter? Aha, Spieler 3 hat sich auch mal eine kleine Auszeit genommen. Geht rüber. Oh, jetzt spielt er mir noch den Pik Buben hoch. Freundlich. Ach was? Trumpf steht 3-3. Okay, ungewöhnlich, dass Spieler 1 da beim 3-3 Trumpfstand Trumpf vollen angreift, reingreift. Selten gesehen, aber okay. Ist ja ein freies Land. Ich habe keine Schmerzen, ich habe keine Sorgen. Das Spiel ist leicht gewonnen. Also gut gefunden, gut verlaufen. Problemlos umsonst gesorgt. Und da sind doch mal 3 Buben und ein Ass. Und für 18. Und da kommt der vierte Junge hoch. Wie schön ist das denn? Ja. Aber bei aller Liebe, wir haben schon wieder keinen Grang. Das sind 5 Abgabestiche hier. Oder wenn ich die Pik 10 im Blatt halte, zwar nur 4, aber dafür gegebenenfalls ein Voller. Das ist zu heiß. Wir machen hier das Sicherheitsspiel. Karo mit 5, 7 Trumpf. Das Ding wird nicht verloren. Jedenfalls ausgesprochen selten. Es geht also hier bestenfalls um Schneider. Ich steche jetzt hier auch klein. Klar, könnte man jetzt sagen, theoretische Überstichchance. Warum machst du das überhaupt? Ja, weil ich an diesen Überstich nicht glaube und weil ich jetzt auf Schneider hier erstmal den Pik König anbieten möchte. Wenn ich Herz direkt steche, dann ist das eigentlich ein starkes Signal. Aber darauf fällt Spieler 3 nicht rein. Der nimmt raus und zieht sofort die nächsten Vollen hin. Also der hat den finsteren Schneiderplan durchschaut. Okay, dann zeige ich jetzt auch hier gleich meine Karten. Ist ja klar. 7 Trumpf mit 5. Also 54 Augen. Das sind manchmal ja auch so Spiele, die man gerne nimmt und die man braucht. Und hier kommt noch ein Anschluss. Wieder in Vorhand. Das könnte jetzt ein Hattrick werden. Was macht Spieler 3? Gut, also ich glaube, das Spiel bekommt er nicht. Da bin ich jedenfalls bereit, sehr weit für zu gehen. Auch, ja, also Null-Ouvert gucke ich mir auf keinen Fall an. 20 drücken zur Not zum Grang. Aber so ist es ja viel schöner. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich finde wirklich die Partie
passenden Karten. Krang mit zwei Schneider Schwarz kann ich direkt hier abklappen, aufklappen. So, das war doch mal was. 588 bei Spiel 10. Also, ich komme wieder rein hier in die Schose. Ich habe eben so viele Punkte nicht in 24 Spielen gemacht, wie ich hier schon nach 10 Spielen liegen habe. Also, damit robb ich mich wohl wieder ran an die Spitzengruppe. Bin zumindest jetzt erstmal wieder optimistisch. Das tut dann schon ein bisschen gut, psychologisch, logischerweise. Du kannst ja nichts bei machen, wenn du keine Karten kriegst. Du steckst nicht drin, du kannst dir sowieso nur vornehmen, immer das Beste draus zu machen. Trotzdem, wenn einfach nichts kommt, kann das schon frustrierend sein und deswegen umso schöner, wenn es alles hinhaut mit den Plänen und wenn die Anschlusskarte kommt. So, hier habe ich meinen Partner. Mit dem Kreuz Ass noch mal ein bisschen unterstützt. Aber es spielt hier Spieler 1 natürlich auch gut, beziehungsweise in der richtigen, in der Beikarte steht es für ihn günstig. Ich denke mal, wir bekommen jetzt das Pik Ass von meinem Partner nicht heim. Der ist der trumpfführende Mann, der hätte vielleicht besser mit seinem eigenen Vollen aufgeschlagen, statt aus dem Kreuz Zwilling. Denn jetzt wird das eben nichts mehr. Spieler 1 hat geschickt Karo sofort wieder rausgespielt und hat natürlich auch Glück, dass Karo hier 2-2 steht. Ja, jetzt habe ich hier nichts mehr zuzusetzen. Pik Ass wird ein Opfer des Alleinspielers, aber 74. Also vielleicht wäre es der eine Stich auch noch nicht gewesen. Sei es drum. Fokus hier wieder aufs eigene Spiel. Sehr schöner Ansatz. 6 Trumpf mit Ass zu dritt und beiden Trumpfvollen. Den reiz ich durch. Aber für 36 ist hier noch kein Start zu machen. Spieler 1 bietet Paroli. Und da hat ein Grang. Der sieht eigentlich nicht erzwungen aus. Er hätte sicher vielleicht auch noch ein Kreuz mit 2 spielen können. Also wird es wohl ein besserer Gang sein. Buben springen sowieso. Also. Ja. Fünfmal Kreuz dabei, sprich noch drei unbekannte Karten. Also selbst wenn das Pik Ass nicht hat, dann nee, ich erzähle Blödsinn, ne? Waren nur vier Kreuzen. Es waren nur vier Kreuzen, also hat er jetzt noch zwei Abgabestiche. Aber er hat die Pik 10 im Keller, also hat er wahrscheinlich, ja, was hat er an Augen gehabt? Da hat er wohl 20 gedrückt. Gut, hat er auf jeden Fall Glück gehabt, dass die Buben kamen und marschiert weiter mit dem nächsten Gang. Also läuft durchaus hier am Tisch in einer Zweiklassengesellschaft. Bisher ist zumindest der Eindruck, Spieler 1 läuft gut, bei mir läuft es auch sehr gut und Spieler 3 hat bisher noch nicht so große Erfolge erzielen können, hat auch schon eins verloren. Ja. Schwer, glaube ich, diesen Gang zu schlagen. Sehr, sehr schwer. Keine Reizung. Da können wir noch einen Stich in Kreuz einsacken. Jetzt Pik Ass noch bei meinem Partner, aber was soll das für ein Gang sein? Ihr seht es, ich gebe hier direkt auf. Das bleibt dann sowieso ohne Konsequenz, falls mein Partner nicht auch aufgibt und den Stich noch macht, dann hätten wir trotzdem gewonnen. Aber das war ja klar, sonst hätte er den Grang nicht gespielt. Ja, und da werde ich überholt von Spieler 1, schon in Spiel 13. Also, wir laufen hier im Gleichschritt und Spieler 3 schaut in die Röhre. Gut, wollen wir mal hoffen, dass es ein Stück weit noch so weitergeht. Ich wäre einverstanden. Jetzt hat allerdings Spieler 3 in Vorhand bei 18 die Gelegenheit, den Stand zu seinen Gunsten zu korrigieren. Kreuz, gut. Beim Kreuz habe ich natürlich mal 4 Trumpf dagegen. Das wäre in den anderen Farben nicht so gewesen. Dann schauen wir mal. Erstmal das Ass sichern und dann gucken, ob ich
bei meinem Partner irgendwelche Nöte lindern kann, indem ich hier Karo ausspiele. Und das sieht ja schon mal gut aus. Den König, den sollte mein Partner doch wohl überbieten können. Oh, tut er nicht. Also das deutet ziemlich sicher darauf hin, dass mein Partner das Karo Ass hat. Wenn er die 10 hätte, wird er wohl auf jeden Fall rauf gehen. Und dass er hier auf den Partner schneidet, weil der Karo König ja eine etwas verräterische Karte ist. Da würde ich mir jetzt normalerweise schon ein bisschen Sorgen machen, ob das klappt. Andererseits habe ich selber noch Pik Ass König in der Hand, also dann denke ich mal, dass und auch die Herz 10, also die Beikarte kann gar nicht so stark sein. Dann sind vielleicht eher zwei Piken gedrückt und Karo 10 tatsächlich beim Alleinspieler. Schauen wir uns das also weiter an. Mein Partner drängelt sich ran und ja, das war wohl sein letzter Trumpf. Er will das Karo Ass von da noch nicht spielen, weil er es eben nicht genau weiß. Er wechselt die Farbe, trifft genau Pik, perfekt. Also das Spiel wird, denke ich, jetzt nicht funktionieren. Trumpf haben wir beide noch 2, Herz Ass zu dritt wohl beim Alleinspieler und die Karo 10 noch. Das wäre hier meine Interpretation. Überprüfen wir das mal. Und Bingo, genau so ist es. Dann kann ich jetzt hier noch den Pik König drauflegen. Ja, entweder er kann stechen und ich mache den Herzstich noch oder er wirft Herz König ab, dann langt es auch für uns. Ich weiß jetzt gar nicht, doch tatsächlich mache ich da sogar noch einen Stich. Aber das war natürlich jetzt auch eine relativ leichte Übung und eine relativ klare Angelegenheit. Können wir uns aber merken, Spieler 1, der so wie ich viele Punkte liegen hat, ja, der hat auch schon Übersicht, der traut sich was. Also sehr viele Spieler sind ja bei dieser Regel nicht auf den Partner schneiden so oft zusammengeschissen worden, um es mal auf Deutsch zu sagen, dass sie wirklich nicht mehr auf den Partner schneiden, selbst wenn die Indizien dafür sprechen. Das macht Spieler 1 aber nicht, der schnibbelt im zweiten Stich. Und das war erfolgreich. So, hier sieht es wohl so aus, als hätte Spieler 3 nicht viele Schwächen in der Beikarte. Er sticht wirklich 0 Augen in Karo und 3 Augen in Karo. Ja, da kann ich ja fast mal meinen Partner noch dran lassen, um auf den nächsten Karo-Stich die Herz-Lusche abzuwerfen. Auch mal eine Idee. Karo kommt, Herz-Lusche fliegt. Und machen wir jetzt noch einen Stich oder nicht? Eigentlich kann er ja jetzt nur eine geschlossene Beikarte haben. Aber das wundert mich, dass er meinen Trumpf hier noch stehen lässt. Okay, na gut, den nehmen wir natürlich. Hat mein Partner jetzt noch den höchsten Trumpf? Das ist ja wirklich ein interessanter Verlauf. Nee, der ist jetzt Bube noch. Warum hat er denn den Buben nicht gezogen? Gewinnt jetzt mit 61, aber ich glaube, er hätte mehr gemacht, wenn er sich das Ass nicht abstechen lässt. Ich glaube, er hätte deutlicher gewinnen können. Also ungewöhnlicher Verlauf. Jetzt kann ich gar nicht sofort komplett deuten. Was hat er gehabt? 6 Trumpf, Ass dabei und Ass König Lusch. Naja, ich glaube, das war zu stark, um das Spiel zu schlagen. Hat er wahrscheinlich eher etwas weniger Ausbeute gemacht, als möglich gewesen wären. Gut, Fokus zurück, schwenken hier aufs nächste Spiel. Spieler 3 kriegt es wieder. Mein Blatt wäre vielleicht einen einfachen Karo wert, aber wo ich schon Reizung bekomme, werde ich den nicht kriegen. Also halte ich mich bedeckt, verrate nichts. Für Pass-Pass hätte man wohl in den Skat reingegriffen. Eieiei, was überlegt er denn da jetzt wieder? Du weißt es natürlich auch nicht, aber es ist ja schon spät, ich sagte es. Und ich werde hier langsam ein bisschen müde. Gib also Gas, mein Freund. Karo 10, ich habe sie hier schon so rausgezupft. Nach dem Motto, wir gehen hier aufs Ganze, aber das war nur ein Bluff. Der Karo König langt hier und es steht auch nicht der Abstich. Mein Partner muss genau die Lusche mitbedienen. Gut, dann jetzt raus damit, aber Spieler 3 hat hier durchaus den Riecher, dass da der Überstich schon droht. Ungewöhnlich.
dass er hier die Fünferlänge bei mir direkt erschnüffelt und mit dem Buben sticht, aber übersticht durch meinen Partner, also den Stich haben wir gesichert. Das ist natürlich auch für meine Trumpf 10 erstmal eine gute Nachricht. Was haben wir denn jetzt hier? In Pik wird auch geschnippelt oder mein Partner hat unterm Ass gespielt. Schade, dass er da jetzt nicht mehr rüberkam. Oh, da ist noch Herz Ass da. Also da hätte er ja eben noch mal überstechen können und dann. Was macht er denn da jetzt wieder? Was macht er denn da? Kreuz Dame. Hätte er überstechen können und eben noch mal Pik bringen. Ich glaube, Herz König ist hoch und ich kriege mehr, wenn ich jetzt noch nicht steche. Trotzdem war es natürlich wieder schlecht gezockt an sich. Also gut, ich habe jetzt den höchsten Trumpf noch dagegen und habe jetzt auch nicht die Nerven verloren, nicht da ins Leere gestochen. Aber was spielt denn Spieler 1 da manchmal im Gegenspiel für komische Züge? Schon verdächtig, aber so ist es beim Skat. Man steckt selten im Kopf des Mitspielers und muss sich da, sollte man auch gar nicht. Es wird nicht immer klar, manchmal passen die Spielpläne da einfach nicht so richtig zusammen. Aber wie eben, da habe ich mich auch über ihn beschwert und er hat auch einen Grang wieder bekommen. Ne? Ich will dieses böse Wort mit dem B-Spiel jetzt nicht in den Mund nehmen. Nein, das tue ich auch nicht. Das gibt es nicht. Ich glaube nicht daran. Aber er hat einen schönen Grang. Und mein Partner hat auch wohl sicher noch ein Bübli abbekommen. Oh, das Spiel ist auch anders, als ich jetzt gedacht habe. Offenbar hat mein Partner noch einen Buben. Dafür steht er in Kreuz König 10. Gut, nehme ich raus. Die Kreuz 10 kann mein Partner später immer noch stechen. Ja, muss ich ihn wohl in sein Karo Ass wieder einspielen. Oh, Karo König. Mensch, warum hat denn mein Partner, wenn er Karo König 10 hat, dann nicht besser lieber Herz abgeworfen? Den Karo-Stich, den spiele ich ihm doch jetzt sowieso hoch. Also, ich glaube auch nicht optimal getroffen. Irgendwie glaube ich, das Spiel hätte durchaus einen Tick besser für uns laufen können. Und 65 ist nun auch nicht gerade mit Weile gewonnen. Ich glaube, hier die Karo 10 war die falsche Karte. Herz Dame wäre besser gewesen. Ich öffne dann sowieso Karo und die Karo 10 wird freigespielt. Kreuz 10 kann gestochen werden. Wir machen einen Stich mehr, glaube ich. Also, da war mal wieder eine kleine Gelegenheit. Aber der Kelch ist vorübergegangen an Spieler 1 und der setzt nach. Und wie er nachsetzt mit einem Herz, der schon wieder im ersten Stich uns zum Wegschmeißen und Schenken auffordert, mich zumindest, keine Motivation gegen dieses Spiel hier anzutreten. Was soll da jetzt passieren? Ach, Karo Bube auch noch, 6 Trumpf, alle Trumpfstiche schon mal gemacht. Komm, Spiel hin, das Ding. Wir gehen gleich zum nächsten Spiel über. Kommen wir raus, 26. Ja. Gut, dann mache ich doch ja wohl hoffentlich noch gegen Pik Ass Lusche die 10, ne? Er wird ja wohl nicht Kreuz 10 und Pik Ass in der Hand haben. Dann hätte er längst abklappen können, also. Aber jetzt noch auf Pfiffig nochmal von unten. Tja. Belohnt 892, Beispiel 18. Sehr starkes Ergebnis von Spieler 1. Meine 668 sehen ja auch nicht übel aus. Aber da ist jetzt doch schon ganz schön lange Pause, wenn ihr mal da hochblickt. Das letzte Spiel ist schon eine ganze Weile her. Und das ist natürlich ein reizbarer Null, auch mit Null-Ouvert-Option, klar, nur der Kreuzkönig mit sehr vielen Eingangskarten und ich kriege das Spiel. Das ist ja schon mal das Wichtigste und vor allen Dingen sogar bei 20. Also wenn es schlecht liegt, kann ich noch auf dem Null ausweichen, brauche ich aber nicht. Es liegt sogar ausgesprochen passend. Also ein schneller Null-Ouvert und mal wieder ein kleines Spielchen für mich. Ja, wurde auch Zeit. Vor allen Dingen Spieler 1. Eigentlich möchte ich den noch kriegen.
So sehr hat er mich nicht überzeugt, dass ich ihm gerne den Vortritt überlasse. Aber damit wird's schwer. Damit wird's schwer ranzurobben. Und jetzt bin ich einmal gespannt, wer da das Spiel macht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Spieler 1 noch eine Schippe drauflegt. Nee, tut er nicht. Oder er hat es zumindest versucht, aber Spieler 3 hat sich in dem Moment die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. 44er Reizung, okay. Wenn da ein Pik bei rauskommt, dann stehen die Trümpfe einseitig, doch es kommt ein Grang dabei raus. Zwei Jungs fallen verteilt, günstig für einen Alleinspieler. Ja, das war wohl auch besser so. Karo hatte Ass 10 zu 4, da habe ich den König im Dritt dagegen. Nun muss er sich die Lusche etablieren, aber ich habe natürlich jetzt kein gutes Nachspiel. Was hat mein Partner noch? Pik Ass 10 weiß ich wie lang, das ist jetzt klar. Aber welches Ass führt er noch? Herz Ass oder Kreuz Ass? Also Kreuz Lusche finde ich ist jetzt auch ein bisschen wenig. Ich weiß es sowieso nicht. Deswegen spiele ich Herz. Da kann ich wenigstens im Zweifel ein Bild anbieten, dass wir 15 Augen kriegen. Ja, das Ass ist aber beim Alleinspieler. Ach, und mein Partner hat gar kein Herz. Alles klar. Was macht er denn jetzt? Pik 10 auf den stehenden Karo. Unkonzentriert. Der Gute, zumindest im Gegenspiel. Bei seinen eigenen hat er bisher noch keinen Bock geschossen, aber im Gegenspiel bisher unkonzentriert. So, drei Buben, drei Zehner. Da muss noch was kommen. Ausbaufähig, wie es so schön heißt. Ah, Pik Ass. Pik Ass ist gut, der passt natürlich Bombe zu 10 König. Ja, ich glaube, jetzt langsam wird auch die Luft dünner, das Ziel rückt näher. Wir können nicht mehr komplett ohne Risiko spielen, aber ich glaube, der Grang ist gut. 14 im Keller, normal nur 3 Stiche in der Abgabe. Das müsste schon sehr ungünstig laufen, wenn ich das Ding mit diesen 3 Stichen verliere oder sogar noch einen vierten Stich abgebe. Der erste Stich sieht schon aus wie Sieg. Das sieht alles harmlos aus. Aus. Oh, Spieler 3 zieht um, aber zum Glück fallen auch da nur 11 Augen. Also 22 Augen, ein Kreuzstich noch. Keine Gefahr mehr hier im Blatt. Machen wir es schnell, direkt mit der Kreuz 10. Schnell und schmerzlos. Und, ah, fast bin ich wieder dran. 8,86. 8,92 hat Spieler 1. Aber mal unabhängig davon, ob ich Spieler 1 jetzt noch bekomme oder nicht, bin ich natürlich jetzt erstmal wieder hochzufrieden. Es ist wieder eine sehr solide Liste, deutlich über dem erwarteten Schnitt. Es kommen jetzt sogar noch 3 Spiele oder 2 nach diesem. Also bringt mich wieder ein bisschen in die Lauerposition, zumindest wird mich, wenn es jetzt kein Unglück mehr gibt, wieder, naja, vielleicht an Tisch 3 oder 4 führen, wo ich zumindest noch mit einer sehr guten letzten Liste eine Chance hätte, im Turnier aufs Treppchen zu hüpfen. Gut, aber greifen wir nicht fort. Schauen wir uns jetzt hier die letzten 3 Spiele nochmal an. Kreuz wird gespielt, langer Weg, kurze Farbe. Bild ist ja auch perfekt, wo ich das Ass nicht habe, als Zeichen für meinen Partner. Joa. Gut, Hü. Top oder Top? Mein Partner hat den alten, das macht 14 Augen. Und ah, schade natürlich. Hätte ja auch mal sein können, kann auch immer mal passieren, dass Spieler 1 jetzt da mit der Lusche schnippelt und die Dame noch bei Vorhand vermutet. Ah, das ist ja wirklich Trumpf, steht 3-3. Ja, dann wird er eigentlich, naja, Pik Ass zu dritt haben, logischerweise. Mit der 10 und noch zwei unbekannte, also Karo Lusche und noch eine andere unbekannte Karte. Ich denke nicht, dass er noch ein Herz dabei hat. Eher hat er 2 Karos in der Hand. So würde ich ihn drücken. Deswegen hier auch geschnippelt. Doch, hat er doch Karo 10 unten und dafür noch ein Herz oben. Ist aber egal.
Es ging hier nur noch um schneiderfrei. Da war auch der Grund, warum er nicht in Pik geschnibbelt hat. Er hatte die 9 gar nicht, er hatte nur die 7, das heißt, er konnte da auch nichts falsch machen. So, so lala. Ah, wieder nichts. Verdammte Axt. Und Spieler 1. Mensch, es war doch in der letzten Liste schon so einseitig. Da lief auch Spieler 1 wie an der Schnur gezogen auf fast 1200 Punkte. Ganz so weit ist es nicht, aber wenn Spieler 1 noch ein Spiel macht, dann hat er auch wieder die 1000 geknackt und das ist auf 24 Spiele ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Spieler 3 hält dagegen 48 und es wird gehalten. Jetzt ist ja hier nochmal richtig Feuer im Spiel, Pfeffer. Da bin ich aber mal gespannt. Farbe frei, selber zwei Asse und noch eine 10 zu dritt. Ich denke mal, das wird ein interessantes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Das wäre meine Prognose, denn die 48 von Spieler 1, der wird ja jetzt bei dem Stand auch keine ganz schlechte Karte so hochreizen. Ah, gut, guckt euch das mal an. Grang mit diesem Aufschlagstich, was sagt es uns? Es sagt uns, dass wir jetzt 8 Karten kennen. 6 Mal Karo natürlich beim Alleinspieler und 2 Buben ohne den Kreuzbuben. Ja, kann trotzdem sein, dass wir das Spiel schlagen können, denn wir machen 4 Stiche, sehr wahrscheinlich. Und wenn der Spieler 3 jetzt nicht noch ein Ass dabei hat oder wenigstens eine volle gequetscht, dann könnte das trotzdem noch reichen. Mal gucken, ob mein Partner diesmal wach ist. Okay, er sticht erstmal, sehe ich gerne. Wir sehen jetzt auch, es sind die beiden roten Buben. War aufgrund der Reizung wohl schon zu vermuten, dass mein Partner zwei schwarze Buben hat. Gut, und an sich muss er bei der Reizung auch das Herz Ass haben. Ich rechne hier gerade durch, ob ich hier die Herz 10 wimmeln kann oder ob ich die noch behalten sollte, aber ich kann sie wimmeln. Wenn die Karte auf Verlust steht, dann können wir immer noch gewinnen. Ich muss natürlich auch ein bisschen zufällig die richtigen Vollen treffen. So, 31 Augen jetzt. Mein Partner hat den Buben abgezogen. Zwei unbekannte Karten hat der Alleinspieler noch. Jetzt müsste eigentlich Herz Ass kommen. Und es kommt auf 42. Jetzt brauchen wir einen 21er Schlag. Rauf, jawohl, da ist er. Da hat Spieler 1 diesmal alles präzise gespielt. Kreuz 10 kam in einer Millisekunde. Also diesmal hat er auch die Karte durchgelesen. War vielleicht auch nicht so schwer, wenn man nach dem ersten Stich 8 Karten kennt. Trotzdem hat er in dieser Liste nicht immer die Übersicht bewiesen, diesmal aber schon. Und das ist jetzt natürlich eine Packung für Spieler 3. Der verliert jetzt noch einen Rang zum 4 zu 4 und ist damit natürlich wohl in diesem Turnier abgeflogen. Und wir gucken uns noch das letzte Spiel der Serie an. Ja, das muss es sein. Das wird doch nochmal ein Rang. 4 Asse, Kreuz Bube, noch eine 10 dabei. Jetzt schnapp ich mir doch noch Spieler 1, würde ich sagen. 7 Augen runter, 2 Bilder. Kreuz 10 zu drücken habe ich gar nicht nötig. Das wird die Karte an sich unnötig schwach drücken und mir auch die Schneiderchancen nehmen. Also ich. Schneider wäre natürlich ein Geschenk. Erstmal muss das Ding gewinnen, aber durchaus möglich. Und da kommt schon mal Herz 10. Erfreulich. Jungs fallen. 16 Augen. Also gewonnen ist das Spiel auf jeden Fall. Gibt ja nur noch 2 Abgabestiche. Frage ist, läuft es jetzt so glücklich, dass ich Schneider spielen kann? Hier auf jeden Fall erstmal die Chance zu schnippeln. Auf 20 Augen und da fällt die 10, auch erfreulich, denn es ist jetzt noch natürlich ein Stich auf der Herz-Dame draußen. Es fehlt aber auch nur noch ein Voller. Also wenn die Karo 10 bei Spieler 1 ist, dann spiele ich sie Schneider. Oder jetzt gibt mir Spieler 1 hier auch die Chance, nochmal direkt die Herz-9 rauszuspielen, weil er die 7 abwirft. Und wenn Spieler 3 jetzt nicht aufpasst, jawohl, so habe ich es mir gewünscht. Da spiele ich das Ding tatsächlich noch ganz easy Schneider und 1048, 8 zu 0, also wieder zu 0. Das ist beruhigend und das katapultiert mich sicher wieder ein Stück nach vorne. Die Laune steigt also sofort wieder
Und jetzt ist es nur noch eine Serie zu spielen. Ja, wo werde ich mich jetzt platziert haben? Es ist alles maskiert, es ist nichts zu sehen im Laufe des Turniers. Meine Vermutung ist, ja, so dritter oder vierter Tisch, also durchaus in Lauerposition. Wenn man jetzt noch mal eine richtig dicke Serie raushaut, dann ist ein Platz auf dem Treppchen noch möglich. Gut, ihr Lieben, jetzt bin ich für heute auch durch. Wünsche euch, ja, einen schönen Abend brauche ich gar nicht sagen, denn das Video kriegt ihr erst morgen früh. Also ein schönes Wochenende wünsche ich euch und spielt viel Skat, schaut viel Skat auf YouTube, empfehlt mich weiter und bis dann zur nächsten Serie. Thank you.